Liebe Genossinnen und Genossen, die digitale Revolution hat die Gesellschaft sichtbar verändert. Das wissen wir alle. Also jeder Kreisverband hat eine Homepage oder jeder Kreisverband, der erkannt werden will, hat eine Homepage. Jeder, der irgendwie denkt, er hat was zu sagen, irgendwie setzt einen Blog auf. Wer irgendwie neue Freunde kennenlernen will und Ähnliches, macht einen Account bei Facebook auf und ähnlichen sozialen Netzwerken. Das heißt, da passiert ganz viel. Gerade, wo sich ganz viel verändert. Wir haben quasi unter dem Schlagwort der digitalen Revolution, der Mediengesellschaften, all das, was da so gibt, neue Medien, passiert da ganz, ganz viel. Und wir haben ja hier im Rahmen der Frühlingsakademie, wollen wir uns ja mit dem Konzept der Hegemonie beschäftigen von Antonio Gramsci. Und deswegen wollen wir auch die Netzwelten natürlich darunter untersuchen, was da eigentlich wie passiert und wie eigentlich der Kampf um die politische und kulturelle Hegemonie in der Netzwelt, in der digitalen Welt aussieht. Ich begrüße euch also recht herzlich zu der Veranstaltung Netzwelten, der Kampf um die politische Hegemonie in der digitalen Welt. Wir haben uns da zwei sehr kompetente Gesprächspartner eingeladen. Zu meiner Rechten, also zu eurer Linken, beziehungsweise wie auch immer, ihr wisst ja, wie das mit Spiegel und so ist, sitzt Christoph Nitz. Christoph, denke ich mal, ist bekannt von der linken Medienakademie, da ist er quasi so das Gesicht und der Ansprechpartner. Christoph ist Kommunikationswissenschaftler von Beruf und er ist in der Partei aktiv bei uns, unter anderem bei der BRG Rote Reporter, Rote Reporterin natürlich auch, wo er der Vorsitzende ist. Das ist, denke ich mal, so die Kurzbeschreibung zu ihm. Und zu meiner Linken sitzt Timo Luttmann. Timo ist Netzaktivist, hat da eine Beratungsfirma, also ist sehr bewegungsnah, sage ich mal. Er hat so seine Abschlussarbeit zu den sozialen Netzwerken und Mikroblogging-Geschichten in Bewegungen geschrieben, unter anderem auch am Beispiel Iran, also auch gerade eine sehr aktuelle Geschichte in Nordafrika. Und er kann uns da an der Seite, glaube ich, sehr, sehr gute Impulse geben. Um so vielleicht einen Einstieg zu finden, erst nochmal so ein bisschen das Umreißen, was eigentlich das Netz und wenn wir von Netzwelten reden, was das Netz eigentlich ist. Vielleicht die erste Frage an Christoph, was ist eigentlich das Netz oder das Internet? Ja. Bevor man diese wichtige Frage beantworten, wollte ich noch zur Biografie hinzufügen, dass ich Redakteur bei der Tageszeitung Neues Deutschland bin und dort auch lange Jahre im Betriebsrat war. So, dann hätten wir es komplett. Wie ist eigentlich das Internet entstanden? Das Internet war eine Sache, die das amerikanische Militär entwickelt hat. Es hieß damals ARPANET und es war eben dazu da, militärische Zwecke zu unterstützen und eben die Ressourcen der Vereinigten Staaten so zu verteilen, dass quasi durch einen Bombenanschlag nicht die komplette IT-Infrastruktur zerstört wurde. Und da kam eben die Idee auf, es wäre sinnvoll, verschiedene Inhalte unterschiedlich quasi zu speichern und nicht nur an einem Ort die vorrätig zu halten. Und ein weiterer Grund war, dass die Rechnerkapazitäten ziemlich knapp waren. Also es gab ja damals noch die Welt, wo es die Superrechner Cray 1 und Cray 2 und wie sie alle hießen, gab. Und deshalb wurde dort in der Wissenschaft überlegt, für sehr aufwendige Rechenoperationen wäre es doch sinnvoll, wenn wir zu einer Zeit, wo zum Beispiel in Kalifornien an der Universität die ganzen Kapazitäten nicht genutzt werden, wenn wir aus einer anderen Zeitzone, zum Beispiel dann aus New York, quasi darauf zugreifen könnten. Und da wurde dann gesagt, es wäre ja für die Wissenschaft sehr sinnvoll, wenn man also unterschiedlich eben einfach die vorhandenen Ressourcen einsetzen kann. Und irgendwann ist es dann so gekommen, wie meist mit rein der Wissenschaft oder auch rein dem militärischen Komplex vorbehaltenen Technologien, dass dann eben ein Transfer in die Zivilgesellschaft stattfand. Und das Internet, wie wir es heute kennen, hat seinen Startschuss vor 21 Jahren in Bern bei dem CERN, das ist das Kernforschungsinstitut in Bern, gefunden. Und dort war es auch eigentlich für die Kommunikation unter Wissenschaftlern, die also quasi sehr schnell eben kommunizieren wollten, auf ihre Ergebnisse zugreifen wollten. Und dann relativ schnell wurde mit CompuServe, kurze Frage, wer kennt CompuServe überhaupt noch? Ah, doch, ziemlich viele, alles klar. Wurde quasi mit CompuServe und anderen Anbietern wurde es ermöglicht, die Webseiten quasi aufzurufen und dort zu partizipieren. Und CompuServe, später AOL, war im Prinzip eine geschlossene Welt, die sich die Technologie des World Wide Webs nutzbar machte und die dich quasi einlud und sagte, wenn du bei CompuServe Mitglied bist, dann kannst du auf alles zugreifen, was es gibt.
Und irgendwann gab es eben immer mehr Menschen, die direkt Seiten im Internet programmieren konnten, und ein zentraler Marktplatz wurde plötzlich obsolet, weil wozu soll ich quasi bei CompuServe die 75. Seite irgendwo am Rand des Marktplatzes sein, wenn ich quasi für mein Anliegen direkt www.harald-schmidt.de zum Beispiel, eine der ersten Seiten war eben für die gleichnamige Show von Harald Schmidt, die 1995 startete und damit dann auch schon sehr früh quasi versuchte, das Internet zu popularisieren. Also sprich, in der Geschichte wurde CompuServe sehr schnell Geschichte, obwohl viele Veteranen sich noch an die lustigen Adressen mit den Nummern und dem @CompuServe erinnern können. AOL war plötzlich ein großer Player und insgesamt wurde das Ganze dann verdrängt zu einem offenen Netz. Und das offene Netz hat jetzt, sagen wir mal, wieder das Ende gefunden, weil die Leute finden sich freiwillig bei dem neuen digitalen Marktplatz Facebook ein und sagen, ich gehe auf Facebook und der Rest des Internets interessiert mich nicht, weil das, was aus der Internetwelt interessant für mich sein könnte, findet bei Facebook statt. Also da ist quasi eine völlige Umkehrung. Wir kommen eigentlich wieder zu CompuServe zurück, zu geschlossenen Kreisläufen. Und neben dem Internet, also dem Web 1.0, also sprich, ich gehe auf eine Seite, gucke dort mehr oder minder statische Inhalte an, wuchs dann eben immer mehr die Nutzbarkeit. Also ich kann mir an Diskussionen in den 90ern erinnern, so 4, 5, 96, da wurde gesagt, also Internet mag keine Bilder, mag keine Filme, weil Internet ist eine sehr textuell orientierte Sache und da mag man Grafik nicht und den Schnickschnack nicht. Das hielt ich schon damals für etwas hirnrissig, und als dann die Bandbreiten einfach stiegen und als die Modems schneller wurden und als ISDN eingeführt wurde, war klar, die Menschen wollen eben wie überall eben ein Logo und wollen nicht nur so eine Art verpixelten BTX-Text. Und entsprechend, je mehr die Bandbreite steigt, desto mehr wird quasi ein Wechsel stattfinden. Früher war Podcast aktuell, heute nimmt es niemand mehr wahr, weil heute kann man quasi Internetradio einfach zu Hause konsumieren. Also dort ist jeweils mit der Technologie eine Veränderung passiert. Zwischen Web 1.0, quasi dem Angebot, zu dem ich hingehe und das ich quasi dort auf der Seite finde, gibt es dann eine Wandlung, das ist das Web 2.0, wo ich quasi interagieren kann. Also Web 1.0 war quasi ähnlich wie ein anderes Medium, wie Drucken, wie Film oder Radio, war quasi eine Sache, wo ich zur Kenntnis nahm, was der oder diejenige dort eingestellt hat. Und mit Web 2.0 kann man generell sagen, ist das Internet nun interaktionsfähig geworden. Ich kann plötzlich kommentieren, ich kann mich selber einbringen, ich kann ohne unheimlich viel an Programmiersprache zu lernen, kann ich quasi meine Bilder einstellen. Ich kann das auch mit unheimlich vielen Menschen teilen. Ich hoffe, das war jetzt der von Daniel gewünschte Kurzexkurs in die Geschichte des World Wide Web. Ja, war er natürlich, weil natürlich das sehr aufschlussreich war. Du hast quasi meine Frage schon eher vorweggenommen, die ich eher Timo stellen wollte, nämlich, ja, Web 1.0 ist ja gerade schon genannt worden, das war so das Netz, mit dem ich halt auch selber aufgewachsen bin, und auf einmal wurde ich Web 2.0. Und da war natürlich dann eben die Fragestellung, was ist das eigentlich, was ist der entscheidende Unterschied? Aber ich weiß nicht, ist da jetzt... Also, der entscheidende Unterschied ist eine Popularisierung der Teilnahmemöglichkeit. Also früher... Viele Sachen, die das Web 2.0 kann, konnte man früher auch schon im Web 1.0. Man musste bloß programmieren können. Und viele Wissenschaftlerinnen oder die konnten das benutzen. Der entscheidende Unterschied ist, jetzt ohne, sagen wir, HTML zu können oder andere Programmiersprachen, ist eine Partizipation, also publizieren, möglich. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das ist eine Demokratisierung quasi dieses Mediums gab, dass eben halt durch die Bandbreiten eben halt ganz, also viele Medien in eines sozusagen komprimiert wurden. Und man muss sich, also es ist halt, ich glaube, was man, wenn man sich das vielleicht merken will, oder das entscheidende Paradigma ist das Gespräch letztendlich. Also dass man, dass nicht nur, dass die normalen Leute sozusagen daran teilhaben können. Und dann gibt es eben halt noch eine Fülle von Werkzeugen, wie Blogs oder Wikis, wie Wikipedia oder Videoplattformen, Fotoplattformen oder Bookmarks, also sind so, oder zum Beispiel Mikroblogs, das sind so Kurznachrichtendienste. Und das hat sich alles ein bisschen ausdifferenziert. Das ist sozusagen
Das Entscheidende ist das Mitmachen, das ist potenzielle Mitmachen und die Verfügbarkeit. Und der neue Trend ist eben halt hin zum mobilen Internet. Also das Handy oder das sogenannte Smartphone ist momentan halt, spielt immer eine wichtigere Rolle und spielt auch im Kommunikationsverhalten der Leute immer eine wichtigere Rolle. Genau, wir haben ja so Web 2.0 Anwendungen wie zum Beispiel YouTube, sind ja super beliebt. Also das ist ja, denke ich mal, jeder und jeder hat das hier und da schon mitbekommen. Und wir reden natürlich davon, dass bei YouTube ist eine der beliebtesten Seiten, die es einfach gibt im Netz. Also wenn man sich so Statistiken anschaut, ist YouTube ganz weit oben, also dieses Konsum von Videos. Wir sind ja hier, wie gesagt, bei der Frühlingsakademie und wollen über Hegemonie und Kampf um kulturelle und politische Hegemonie sprechen. Wer hat eigentlich, Christoph, gerade die Hegemonie im Netz? Also man kann sagen, Facebook ist einer der Pioniere, die bei jeder technischen Revolution quasi, wenn eine Technik sich verwandelt von etwas, was quasi Spezialisten nutzen, wenn es in den Mainstream geht, dann gibt es ein oder zwei Anbieter, also in dem Fall vielleicht sagen wir mal Google und Facebook, die sich an die Spitze stellen und sagen, wir können daraus wirklich dann Kapital werden lassen. Und ansonsten kann man überall beobachten, wenn quasi die Innovation weg ist, sprich wenn also das Ingenieurtum und das Pioniertum nicht mehr gefragt ist, dann setzen sich die alten Konzerne durch. Also sprich der Spiegelkonzern ist ein sehr lukrativer Printkonzern, der relativ früh dann nutzte, dass es in Deutschland die Möglichkeit des Privatfernsehens gab. Und die haben sich dann in einem Nischenbereich zunächst mal bei den privaten Fenstern für Kultur im Prinzip eingekauft und haben dann dort ihre Programme gemacht und sind inzwischen einer der größten Produzenten. Das heißt also, der Spiegelkonzern hat sich von einem Printkonzern, dem Spiegelkonzern gehört übrigens nicht nur der Spiegel, der früher das Sturmgeschoss für die Demokratie war, sondern was kaum einer weiß, der Spiegelkonzern beheimatet auch das Manager-Magazin, was nicht zwingend zum Sturmgeschoss-Image von Rudolf Augstein gehört, aber was dort immer gut für Profite und Gewinne auch der Mitarbeiter KG sorgte. Die Spiegelgruppe ist ja bis heute im Besitz mehrheitlich ihrer Angestellten. Das ist ja auch durchaus erwähnenswert. Und diese Gruppe hat sich dann relativ früh mit relativ viel Geld einfach in das Internet eingefunden und hat seit 1995 gibt es die Spiegel Online-Seite, hat dort eben unheimlich viel Geld investiert und ist deshalb einfach dominant. Also selbst die Bild-Gruppe hat erst später quasi investiert und musste feststellen, dass dort ein herkömmlicher Konzern, der quasi über ein gewisses Pionierwissen in der Spitze und eine strategische Neupositionierung verfügt hat und der auch den Mut hatte, einfach Geld zu verbrennen, dass der heute eben Marktführer ist, weil Spiegel ist insgesamt in der Mediennutzung zwar mit 1 Million verkauften Exemplare und einer Reichweite, glaube ich, von 3 Millionen Lesern, nicht das am breitesten quasi genutzte Printmedium. Und dort hat eben eine kluge Geschäftsführung es geschafft, nach den Pionieren eben sich in einen neuen Markt einzufinden und den dann auch zu dominieren. Ansonsten gilt vom Grundsatz her, dass die in einem neuen Kanal meist die Hegemonie haben, die auch in den alten, tradierten Kommunikations- und Gesellschaftskanälen die Hegemonie haben. Das heißt also, wenn wir als Linke realisieren wollen, müssen wir immer uns dem stellen, dass wir eben weniger Ressourcen haben, dass wir dann eben mehr auf Ideen und auf freiwilliges Mittun setzen müssen und dass wir dort dann aber auch Grenzen haben, weil ein Konzern kann eben einfach sagen, ich beschäftige jetzt mal für ein Jahr 50 Menschen und die machen ein interessantes Angebot und dann ist es natürlich dem überlegen, was wir, sagen wir mal, mit unseren Internetseiten, unseren Blogs oder unseren anderen Dingen anbieten könnten. Timo, kannst du das, das Netz oder die Kommunikationsdienste, alles, was da gerade so stattfindet, so als Kampffeld, was es ja ist, auch ein Stück weit nochmal umreißen? Und kannst du noch so ein bisschen beschreiben, wo liegen da eigentlich die Kämpfe oder wo werden da welche Kämpfe eigentlich ausgetragen in diesem Netz? Also wenn jetzt Christoph sagt, das sind erstmal die Großkonzerne und wir trotzdem natürlich schauen, dass wir im Netz da auch hegemonial aktiv werden können oder da irgendwas erreichen, ist ja die Frage, wie ist das Feld bestellt und wo wird da gekämpft quasi? Ein ganz wichtiges Feld ist die sogenannte Netzneutralität. Das bedeutet,
dass Informationen mit der gleichen Geschwindigkeit weitergeleitet werden können. Also es gibt eben halt die großen Telekommunikationskonzerne, möchten ganz gerne, dass eben halt nicht Informationen, also dass sie sozusagen bestimmen können, wie schnell welche Informationen weitergeleitet werden. Das bedeutet, jemand bezahlt mehr Geld und dann werden sozusagen diese Informationen bevorzugt transportiert. Und und derzeit ist es noch so, dass es diese Netzneutralität gibt. Das heißt auch, dass es quasi noch, dass alle Leute da die gleichen Chancen haben. Aber wenn diese Netzneutralität fällt, da gibt es einen Haufen Lobbyorganisationen in den USA und woanders, die halt dagegen angehen. Das ist ein ganz entscheidendes Feld, weil dann können eben halt Konzerne mit sehr viel Geld und Einfluss eben halt bestimmen, welche Informationen bevorzugt transportiert werden. Und das ist ein sehr wichtiges Feld. Ein weiteres Feld, das hart umkämpft ist, quasi, sind letztendlich die technischen Standards und sind halt auch die verschiedenen Philosophien, wie man das Netz begreift. Ursprünglich war das Netz ein Gemeingut. Es wurde quasi mit Staatsmitteln aufgebaut. Und letztendlich der Wissenschaft und zuerst dem militärischen Komplex, aber danach sozusagen der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Und auch die Ergebnisse wurden dort frei publiziert. Und daraus ist sozusagen auch die ganze Open-Source-Kultur entstanden. Das heißt, Open-Source, dass der Quellcode offen liegt. Also quasi das Programm gehört allen. Also ich kann es mir frei kopieren und ich mache keine Urheberrechtsverletzungen. Und die Programme, und es gibt ganz viele erfolgreiche Open-Source-Programme, die halt die Grundlage vom Internet sind, und ohne diese Open-Source-Programme würde es das Internet so auch nicht geben. Also zum Beispiel die ganzen Server, auf denen das Internet läuft, das sind meistens Apache-Server, sind Open-Source-Technologie, genauso wie der Firefox, ein berühmter Browser, nicht mehr der Internet Explorer, sondern man benutzt lieber den sicheren Firefox. Das ist, gehört allen. Und da, also sagen wir mal, bei dem Kampf sozusagen, soll das Internet frei sein, also sagen wir mal, soll es Gemeingut sein, oder soll es nur einer Firma gehören, dass sie entscheidet, was da letztendlich drinsteckt, sind dort verschlüsselte, also sind da noch Hintertürchen sozusagen, oder werde ich heimlich spioniert und wie sicher ist das Ganze, da finden halt ganz viele Auseinandersetzungen statt. Man kann sich früher, also sagen wir jetzt, was die Programme angeht, eine weitere Ebene, wo halt Auseinandersetzungen geführt werden, sind bei Protokollen. Es geht sozusagen auch, heutzutage kann man mit einer E-Mail-Adresse, egal wo ich meine E-Mail-Adresse mache, ich kann jemand anders eine E-Mail einfach schicken und die kommt an. Ganz früher, das war glaube ich zu CompuServe-Zeiten, da konnte man nämlich nur von einer CompuServe-E-Mail-Adresse zu einer anderen was schicken. Und jetzt war der bei T-Online oder was? Ging nicht. Und dieses Phänomen haben wir heutzutage bei Facebook. Das ist nämlich wie so ein Datensilo. Alle meine Freunde sind bei Facebook, wenn ich jetzt bei MySpace bin oder bei Xing oder bei einer anderen Community, das funktioniert nicht. Weil die halt das Interesse haben, die wollen immer die Leute sozusagen nur bei sich haben. Und der Kampf ist letztendlich, oder das ein Ziel ist es, das zu öffnen, dass wir irgendwie die kommunikative Freiheit wirklich besitzen und nicht mehr von diesen Konzernen so gemaßregelt werden. Sie halten quasi so ein bisschen unsere sozialen Beziehungen in Geiselhaft, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen möchte. Aber wir sind natürlich dazu gezwungen, teilweise dorthin zu gehen, weil dort relevante Öffentlichkeiten entstehen. Wir müssen dorthin gehen, wo die Leute sind. Und ein Großteil der Leute oder unsere Freunde sind dort, also bin ich gezwungen, wenn ich mit meinen Freunden kommunizieren möchte, ich muss dorthin gehen. Oder wenn ich die Menschen, die ich politisch bewegen möchte, wenn ich mit denen kommunizieren möchte, das muss ich in einem restriktiven, privaten Raum machen, dessen Regeln der Konzern beschließt. Und dort finden halt Auseinandersetzungen statt. Also Facebook an sich als öffentlicher Raum ist heiß umkämpfter Ort sozusagen. Es ist immer wieder, dass auch die Community sich dagegen wehrt, teilweise ein bisschen mehr Spielraum im Käfig zu haben. Es gibt verschiedenste Beispiele. Okay.
Ich wollte nochmal zwei Aspekte quasi hinzufügen, und zwar jetzt bei der tradierten Medienhegemonie muss man auch bedenken, dass es oftmals Angebote gibt, die quasi von Menschen unentgeltlich erstellt werden. Das ist die Huffington Post in den USA, die nach ihrer Gründerin benannt wurde. Das war ein Ort des linksliberalen Journalismus. Und das lebte einfach davon, dass du und ich dort eben Artikel schrieben, und es wurde so populär, dass die Frau Huffington ihre Post nun an AOL, einen Teil des Time Warner Konzerns, verkauft hat und damit im Prinzip auch das Profil wahrscheinlich einer Verwertbarkeit übergeben hat. Das heißt also, damit sind wir wiederum beim Facebook-Aspekt. Facebook stellt eigentlich nur eine Plattform zur Verfügung, und das Geld, das Facebook wert ist, das ist in den Bildern, in den Informationen, in den Reiseerinnerungen, in den Dingen, die wir einstellen, die die über 500 Millionen Nutzer einstellen, quasi gebunden. Und gestern, ich glaube, LinkedIn, das ist quasi so ein vergleichbares Geschäfts-Facebook, so ähnlich wie Xing in Deutschland, an die Börse gegangen und hat am ersten Tag den Preis verdoppelt und ist heute 9 Milliarden wert. Wenn man jetzt von der Reichweite auf den Wert bei Facebook schlösse, dann kommt man auf einen Wert von 80, 90, 95 Milliarden. Das heißt also, dieses akkumulierte Kapital ist nicht der Verdienst der Facebook-Gründer, sondern das ist eben der Wert, den die kumulierten Daten, Fotos, Erinnerungen quasi aller Nutzer sind. Und da muss man irgendwo einsetzen und sagen, so kann es nicht sein. Letzter Satz. Wir müssen, ich bin seit über 20 Jahren Verdi-Mitglied, wir müssen natürlich auch vom Grundsatz her durchaus dafür kämpfen, dass wenn jemand ein Internetprogramm schreibt, dass der dann auch ordentlich bezahlt wird. Wie wir das organisieren, da gibt es verschiedene Überlegungen auch innerhalb der Linken. Aber es gibt ja zum Beispiel ein Programm Word oder die Open-Source-Variante eben Open Office, genau. Und ein Konzern wie Google wiederum, der sagt, wir wollen keine Software verkaufen, wir wollen euch einfach gratis mit Google Docs im Prinzip was anbieten. Dort ist dann aber genau derselbe Hintergrund wie bei Facebook. Die bieten uns quasi zum Null-Tarif etwas, was wir normal, also die Studentenversion von Microsoft Office kostet irgendwie 100 Euro, die uns also 100 Euro quasi geben, uns dafür aber wiederum ganz, ganz viele Daten absaugen. Und wer weiß, ob jetzt zum Beispiel einfach auf dem Google-Rechner, wo unsere Google Docs quasi gelagert sind, ob dort nicht einfach mal so eine Kontrollüberprüfungsaktion durchläuft oder ob man nicht Stichproben nimmt. Und vor allem ist man dann, wenn man sich auf solche Dinge wie Facebook oder auch Google Docs verlässt, ist man in der Gefahr, dass wenn dieses Unternehmen plötzlich sagt, so, ich lasse dich jetzt aber ab dem 1. Juni nicht mehr an deine Daten, es sei denn, du bezahlst eine Abonnementsgebühr. Dann kann man schlecht sagen, ich hätte jetzt gerne meine ganzen Bilder wieder. Also da muss man, wie gesagt, aufpassen. Also unter der Flagge von Open Source betreiben inzwischen Konzerne natürlich auch so eine Art Camouflage und wollen uns reinlegen und bieten uns eben nichts wie Open Office, was wirklich für uns und immer und nachhaltig kostenfrei ist. In der Vorbereitung auf die Veranstaltung hier habe ich natürlich auch so ein bisschen gegoogelt und dann auch die Wikipedia, und ihr kennt das so, das Übliche, was man da so macht, wenn man ein bisschen schaut und sein Wissen erweitern will. Und im Stichwort digitale Revolution bin ich da auf was gestoßen, wo ich dachte, das wäre eigentlich genau was für die nächste Frage. Nämlich, da war ein Zitat drin, und dann, also Stichwort digitale Revolution. Die Entwicklung in der Informationswirtschaft führt auch zur Stabilisierung der Marktwirtschaft und dem Erreichen von Wohlstand. Informationen bringen Märkte zum Funktionieren und Märkte schaffen Wohlstand. Das sind quasi so ja, Sätze, die da drin standen. Und was mir da eben auffiel, waren eigentlich zwei Dimensionen. Zum einen die ganz banale Frage, stimmt das? Kann man sich sicherlich streiten, je nach politischer Couleur. Und zum zweiten aber, ist Wikipedia beispielsweise ein klassisches Kampffeld für den Kampf um ja, politische und kulturelle Hegemonie? Auf jeden Fall. Also dort gibt es ja auch ganze Auseinandersetzungen um irgendwelche Einträge. Da gibt es dann klassisch umstrittene Artikel von Personen über Einträge zum Islam oder alles Mögliche, wo es dann ganz intensive Auseinandersetzungen gibt, dass teilweise Artikel gesperrt werden müssen. Und gleichzeitig sind dort auch eine Fülle von PR-Agenturen, würde ich sagen, indirekt auch aktiv, um
Artikel schön zu schreiben. Also gerade große Konzerne, die wissen ganz genau, das ist total wichtig, was in der Wikipedia über unsere Firma steht, und die werden natürlich dafür sorgen, oder dass auf jeden Fall ihre Sicht der Dinge dann dort auch vertreten ist. Und das ist einfach ein ganz lebendiger Ort von Auseinandersetzung. Und man sieht eben halt auch, also das Problem ist eben halt einfach, dass kapitalkräftige Konzerne haben eben halt auch Einflussmöglichkeiten, viele Amateure quasi, die sozusagen ihre freie Zeit aber dort auch einsetzen, können viel bewegen, aber die Konzerne, also man sollte deren Einflussnahme nicht so zu klein sehen. Also das ist ein Kern wie überall. Also jedes Instrument, das es neu gibt, das kann von jemand, der viel Geld hat, schneller eingesetzt werden, früher auch und nachhaltiger eingesetzt werden, als von jemand, der kein Geld ist, der nur über prekäre Ressourcen verfügt. Das ist völlig klar. Bei Wikipedia ist wenigstens gut, dass es kein kommerzielles Unternehmen ist, sondern dass das eine Vereinsstruktur ist. Also da ist zumindest die Plattform quasi über jeden Verdacht erhaben. Allerdings, wie Timo zu Recht sagte, man hat ja auch den Skandal, der damalige Siemens-Chef hat sich regelmäßig seine Biografie auf Wikipedia quasi nach seinen Vorstellungen schreiben lassen. Und deshalb gilt es auch zu Recht an Unis als nicht zitierfähig. Also, weil die Bild-Zeitung hatte ja auch mal einen Namen von Karl Theodor zu Gutenberg, der um einen Namen bereichert wurde. Und da zeigte sich, dass eben so ein Instrument, das allen offen steht, auch sehr leicht manipuliert werden kann. Und das ist eben auch immer der Nachteil von neuen Medien. Wenn Dinge für viele einfach quasi benutzbar sind, dann sind wir dadurch auch von vielen benutzbar. Also es ist ein doppelter Effekt, und man muss da dann noch mehr, sagen wir mal, Medienkompetenz aufwenden, um quasi zu filtern, was ist relevante Information und was ist einfach quasi Blendwerk oder was ist gar Desinformation, Publications, was ist von Leuten, die viel Geld haben, eben eingestellt worden, damit ich dort die möglicherweise wichtigere Information nicht finde. Und da gibt es auch Agenturen, die sich damit beschäftigen, dass wenn ich bei Google etwas suche oder bei anderen Suchmaschinen, dass dann die Seite desjenigen, der quasi diese Firma beschäftigt, weiter vorne platziert wird, und zwar einfach durch Tricks, dass da quasi im Hintergrund Schlagworte eingetragen werden. Das nennt man SEO-Optimierung, und es hat dann nichts damit zu tun, dass ich dann wirklich relevantere Informationen finde. Und da sind wir eigentlich auch bei einem Kernpunkt, auch bei Google. Google liefert mir immer mehr die Informationen, die ich schon mal abgefragt habe. Aber als Journalist möchte ich ja immer die gesamte Bandbreite all der Informationen, um selbst auszuwählen. Und andere dieser Web 2.0-Dienste, die sagen zum Beispiel, du möchtest ein Hotel, und sehen, ich bin jetzt hier gerade am Werbelinsee und schlagen mir dann irgendwie ein Haus vor. Also sprich, ich werde in meiner freien Meinungsbildung stark eingegrenzt, weil diese sogenannten personalisierten und auch Geodienste mich im Prinzip immer mehr einengen. Weil wer sagt, dass ich heute Abend hier übernachten möchte? Und so werden eben viele Dinge manipuliert, und man ist dann in einer schönen neuen Welt, wenn man mal den alten Romantitel nimmt, wo man gar nicht mehr feststellt, dass man eigentlich in so einer Wattekulisse agiert, und man bekommt nicht alle Informationen. Am Eingang hat man es ja auch, dass man auf Facebook nicht mehr alle Freunde, mit denen man dort befreundet ist und deren Informationen bekommt, sondern dass man dort quasi Einstellungen immer wieder überprüfen muss, damit man überhaupt die 100 Menschen, mit denen man befreundet ist, damit man von denen Kenntnis bekommt. Also sagen wir mal, die neue Welt ist auf eine Art sehr einfach, aber sie hat natürlich auch wiederum sehr viele Fallstricke, die dann ein hohes Maß an Medienkompetenz bei jedem Einzelnen voraussetzen. Aufklärung nochmal, Christoph wurde draußen ein bisschen angemotzt nach dem Motto, ich bekomme von dir schon lange keine Sachen mehr über Facebook, aber du bist doch mein Freund. Ja, da musst du meine Einstellung ändern und sonst was. Also das war wirklich amüsant, wenn ich mal ehrlich bin. Nein, es geht um eine Einstellung und nicht die Einstellung. Ja, aus Freund wurde Feind. Nein. Aber da sind wir ja schon, glaube ich, bei einer ganz spannenden Geschichte, weil natürlich Facebook, Twitter, Cook, ja, wie sie alle heißen, spielen ja, wie gesagt, eine wichtige Rolle. Und wenn man so die Medien in den letzten Monaten verfolgt hat,
dann waren, dann sollen angeblich oder wie auch immer realistisch die Umbruchsprozesse in Nordafrika auch ein großes Stück weit genau wie diese neuen Medien unterstützt worden sein oder mit initiiert worden sein. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was da passiert ist? Ja, also in der sogenannten, in den Schwellenländern, sagt man heute, früher hat man dritte Welt gesagt, wir sind alle für eine Welt, okay, also ihr wisst, in den Ländern, die Bevölkerung haben, die weniger finanzielle Ressourcen wie wir haben, dort gibt es aber sehr viele Mobiltelefone, das ist sozusagen dort die verbreiteste Technologie und über die kann man eben sehr schnell Twitter bedienen und entsprechend, also Twitter ist so ein Kurznachrichtendienst, da kann ich quasi wie eine SMS nicht nur an einen Rezipienten die SMS verschicken, sondern an viele. Und dadurch kann man natürlich bestimmte Dinge besser organisieren. Hier in Deutschland ist interessanterweise die Internetorganisation bei den rechten Kreisen beliebter und sehr früh genutzt worden, obwohl die das Ding selber ja als Weltnetz nur kennen, die kennen ja das Internet gar nicht. Das heißt also, dort wurde für die Organisation einer Revolution stand plötzlich ein günstiger Kommunikationskanal zur Verfügung. Genauso eben Facebook leicht zu bedienen, man kann in ein Internetcafé gehen, kann dort irgendwelche Informationen einstellen, also man kann sich schneller vernetzen, man kann auch, ohne dass man sich einfach bei einer Demonstration quasi einer Verhaftungsgefahr aussetzt, kann man sich quasi vernetzen und man kann wiederum dann auch dafür sorgen, dass man quasi einem richtigen Ort überraschend im Sinne eines Flashmobs quasi eine mächtige Demonstration gegen die jeweilige Regierung positionieren kann. Und in den nordafrikanischen Staaten war das dann, sagen wir mal, so ähnlich wie vor 20 Jahren in den Staaten des Warschauer Paktes, dass die dortigen Regierungen mit ihren Sicherheitssystemen plötzlich überrollt wurden durch eine neue Art der Kommunikation. Und die hat eben in Tunesien, in Ägypten sehr schnell zu einem Ziel geführt und in anderen Ländern wie Libyen zu einem Bürgerkrieg geführt, der sich wahrscheinlich noch länger hinziehen wird. Ja, und in Iran hat man das schon vorher beobachtet, da war es quasi eine innerstaatliche Debatte, also die ganze Diskussion, ob der Präsident die Wahl gefälscht hat. Wie geht der Name nochmal? Ahmadinejad. Vielen Dank, also ich kann glaube besser schreiben als aussprechen. Und dort gab es ja die sogenannte Grüne Revolution, die als die erste Facebook- oder Twitter-Revolution bezeichnet wurde. Und da geht auch immer die These auseinander. Ich glaube, es ist eine andere Revolution, meint der Kollege. Also, aber in Ägypten und in Tunesien ging es immer auseinander, ob die Revolution jetzt quasi durch Facebook initiiert wurde oder ob nur die neuen Kommunikationsmittel einfach genutzt wurden von einer unzufriedenen, vor allem jungen Bevölkerung, die einfach nach 30 Jahren die Schnauze voll von ihrer Regierung hatte. Und ich würde zu der These neigen, dass der Kommunikationskanal genutzt wurde. Bevor du dann gleich auch nochmal drauf das richtig stellen kannst, du deutlich mal dein Gesicht. Da kannst du gleich nochmal verbinden. Und zwar gibt es denn soziologische Untersuchungen, beispielsweise jetzt aktuell Nordafrika, wo man sagen kann, wer nutzt eigentlich das Internet? Beziehungsweise andersrum gefragt, wird das Netz da oder die neuen Medien, alles was so die neue, auch teure Technik ein Stück weit umfasst, wird das nur von bestimmten Schichten, sozialen Schichten benutzt? Kannst du dazu vielleicht auch das vielleicht ein bisschen mit verbinden? Wollen wir, ja, okay. jetzt nochmal nur ein Satz, also jetzt will ich einfach nur kurz loswerden. Facebook und die ganzen Social-Media-Sachen haben nicht diese Revolution da ausgelöst, sondern sie haben diesen Prozess noch unterstützt. Letztendlich im Kern waren es Basiskämpfe und ganz viel klassische Organisierung. Ohne diese Kommunikationskanäle wäre es aber viel blutiger abgegangen und es hat natürlich schon was gebracht. Da kann man jetzt, das kann man nochmal weiter ausdifferenzieren. Jetzt nochmal, wer das Ganze nutzt. Man hat Internetnutzung in Tunesien 35%, in Ägypten 25%, in Libyen sind es glaube ich 3-4%. Das Ding ist, man muss sich nicht vorstellen, das war auch nicht im Iran so, das ist nirgendwo so, dass die ganzen Leute die ganze Zeit im Internet hängen und dann irgendwie bei Twitter was machen, sondern das ist halt nur einfach ein Ausdruck von Multiplikatoren und das fließt sozusagen weiter und organisiert weiter Öffentlichkeit. Speziell in Nordafrika gab es verschiedene Rückkopplungseffekte. Dort war das zentrale Massenmedium Al Jazeera, Satellitenfernsehen.
Das haben alle und das verstehen alle. Und gleichzeitig benutzt Al Jazeera, aber auch Social Media sehr intensiv. Und dadurch, dass eben halt ein Teil der Demonstranten sozusagen diese Technologie benutzt hat, eher avantgardemäßig, gut gebildet, dehnt sich aber auch immer weiter aus, weil Kommunikationstechnologie ist nicht mehr heute so ein Luxus, wie er früher mal war. Früher war, wenn du ein Handy hattest, dann warst du irgendwie, wer weiß nicht, wie wichtig. Heutzutage hat es jeder oder haben die Leute ein Zweithandy. Und genauso ist es auch mit billigen Computern. Also es ist auch nicht mehr so der Luxus, also es verbreitet sich immer weiter. Aber es gab halt diese Rückkopplungseffekte, dass eben halt Sachen aus dem Internet wieder mittels Satelliten-TV an die breite Masse verteilt wurden. Speziell in Tunesien gab es sonst nur Staatsfernsehen, alles zensiert, und über diese Rückkopplungseffekte konnte das Internet seine Wirkmächtigkeit erreichen. Auch in Bezug auf den Iran war es auch ganz wichtig für die Organisierung von Solidarität von außen. Also es ging halt nicht nur für die Basis-Organisationskämpfe quasi vor Ort. Da haben die zum Beispiel, da ist die klassische, das ist das klassische Flugblatt oder um die Ecke gehen und meinen Kiez oder meinen Stadtteil organisieren, genauso wichtig gewesen, aber um eben halt mit der Welt da draußen sozusagen zu kommunizieren und diese Isolation aufzubrechen und zu wissen, okay, die ganze Welt guckt zu, und dafür waren diese Medien halt sehr entscheidend. Nicht für die Koordinationsprozesse direkt vor Ort. Man muss nicht, also eher eine untergeordnete Rolle. Wobei, und das andere Zentrale ist, SMS ist halt das Massenmedium, weil wirklich alle Leute dort Mobilfunk haben und SMS. Und deswegen werden eben halt auch vor Wahlen oder in prekäre Situationen sind, dann schalten sie halt einfach die Netze aus. Und ja, und da muss man dann wieder auch zu klassischen Organisationsmethoden wie vor 100 Jahren einfach dann greifen, die aber auch nach wie vor wichtig sind. Wie zum Beispiel auf dem Tahrirplatz zentrale Plätze zu besetzen und so weiter und so fort. Kommen wir nach Deutschland zurück. Was wir aktuell hatten, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel für so ein Spannungsfeld, in dem sich Netzaktivismus abbildet, ist die ganze Geschichte um den Graf von Württemberg. War es ein Graf? Nee. Freiherr von Württemberg. Da fanden Freiherr von und zu, ja, wie auch immer. Jedenfalls, ihr wisst, von dem ich rede, von Gutti sozusagen. Gutti ist ja unter anderem darüber gestolpert, dass eine Homepage oder ja ein Wiki existierte namens Guttenplug, wo unzählige Leute, ich glaube 10.000 waren es etwa, quasi in Form einer Schwarmintelligenz alle irgendwie seine Doktorarbeit durchsucht haben nach Plagiaten. Das war richtig schön aufbereitet, auch dass man es grafisch verstehen konnte, welche Seiten alle irgendwie schlecht waren, ähnliches. Die sind dann auf eine Zahl von 65% Plagiate gekommen, also eine irrsinnige Zahl in einer sehr, sehr kurzen Zeit, 14 Tage glaube ich. So, das war irgendwie das, ja, wo man gesehen hat, krass, da kann ja richtig viel passieren. Wir haben parallel dazu den Facebook-Account gehabt, als dann Gutti weggehen musste. Der hieß Wir wollen Gutenberg zurück. Der hatte 500, oder der hat heute, ich war hier vorgestern da nochmal drauf, hat 575.000 Freunde. Und Freundinnen wahrscheinlich auch. Das heißt, über 500.000 Leute sagen, gefällt mir. Oder, ja, ich bin Freund davon, finde das gut. Da gab es dann aber auch eine Demo, das habt ihr auch mitbekommen, es sollte einen bundesweiten Aktionstag geben. Da wollten bundesweit, ich glaube, 80 Demos stattfinden und wie auch immer. Die größte war da unten in deinem Heimatdorf, da waren wirklich 2000 Leute auf der Bühne oder auf der Straße. Und in Berlin, das war, und auch in allen anderen Städten, das war affig. Das war richtig affig. So, da haben sich alle mörderisch amüsiert. Das war so ein bisschen wie Schaulaufen, aber nur verstrahlt so unterwegs. So, deswegen habe ich die Frage mit dem Spannungsfeld. Wie geht das eigentlich zusammen, dass jemand so populär ist im Facebook und auf der Straße aber niemand ist? Ja, das ist relativ das ähnliche Phänomen, das man sehen kann, wenn man sagt, wir wollen nicht Meinungsumfragen, sondern wir wollen Wahlen gewinnen. Also sprich, zwischen dem, ich klicke mal drauf, ich finde die Seite Gutenberg sollte bleiben witzig, ist eine schnellere Aktion, als dass ich tatsächlich mal mich informiere, wo in Berlin ist die Demo und möchte da überhaupt hingehen. Zudem gab es bei den Zahlen ja auch die Frage, ob die nicht von einer Agentur von ihm quasi generiert wurden. Das konnte nie zweifelsfrei
verifiziert oder widerlegt werden. Also Sascha Lobo hat sich da eine Zeit lang dran versucht, anhand verschiedener Algorithmen und Screenshots und bestimmten Dingen dann Rückschluss zu ziehen, ob das quasi eine Maschine macht, etc. Das heißt also, man kann das auch in der kommerziellen Wirtschaft sehen. Also Lady Gaga ist ja das Phänomen für junge Menschen, was Musik angeht, so die Beatles der Neuzeit oder die Bay City Rollers oder was auch immer. Und die hat bei ihren kostenfrei bereitgestellten Videos bei YouTube hat die 1,5 Milliarden Menschen, die das geklickt haben. So, sie hat wiederum 30 Millionen Freunde bei Facebook, also dort sehe ich, aha, wenn ich dort mehr quasi Klicks machen muss oder wenn ich nicht sofort das bekomme, was ich quasi sehen will, nämlich das Lied, dann wird es schon drastisch weniger und wenn ich dann auf die realen Verkäufe von ihren Schallplatten bzw. Downloads gehe, dann liege ich im Millionenbereich, im niedrigen, einstelligen Millionenbereich. Also will sagen, es ist überall eben so, je höher die Schwelle einer Aktion wird, desto weniger bleibt übrig von der virtuellen Freundesfamilie oder von den vielen Unterstützern, die ich habe. Und das heißt, dort zeigt sich, dass diese neuen Medien eigentlich nur crossmedial genutzt werden sollten. Das heißt also, wir sollten auf bestimmte Angebote bei Twitter oder bei Facebook eben aufmerksam machen, wo wir längere Artikel, wo wir Untersuchungen, wo wir unsere Materialien quasi im Internet hinterlegt haben. Wir sollten diese Dinge einfach verknüpfen und wir sollten auf jeden Fall immer wieder auch Demonstrationen und sonstige Aktionsformen wiederbeleben und für diese tradierten Aktionsformen in den neuen Medien werben. Es ist genauso wie, es gab immer schon einen Gutenberg, der nicht plagiierte, sondern der den Buchdruck, den mit beweglichen Lettern erfand, schrieb sie aber nur mit einem T und hatte auch nicht so viele Vornamen. Und Luther hat ja damals einfach diese neue Technologie genutzt, um eben den Kampf gegen die tradierte Kirche aufzunehmen. Also sprich, sagen wir mal, neue Medien werden eher auch von Underdogs einfach genutzt, weil sie sagen, Mensch, da haben wir eine Chance im Sinne von Walter Ulbricht überholen, ohne einzuholen. Und so sollten wir diese Techniken nutzen. Gut, wir haben jetzt erstmal da, glaube ich, einiges abgestoppelt. Die Frage ist jetzt erstmal so an euch. Ich habe bisher nur ein Handzeichen gesehen. Ich würde erstmal jetzt vorschlagen, dass wir eine Frage-Antwort- oder Fragerunde zumindest machen oder mal Einschätzungen sammeln und dass wir dann nochmal in den zweiten Teil gehen, wo das nochmal ein bisschen aufgenommen wird von den beiden Referenten und vielleicht hier und da mal eine andere Frage auftaucht. Naja, wenn wir mit dem Thema anfangen. Einmal ganz kurz, ich glaube, zu den anderen Petitionen vom Bundestag und so. Also ich, also so meines Wissens nach würde ich mir da bei dem Datenschutz in diesem Fall halt keine Sorgen machen, sondern der wird vernünftig sein. Also es sind ja nicht, sagen wir mal, kommerziell, also das Problem ist mit dem Datenschutz meistens mit kommerziellen Unternehmen wie Facebook und so weiter und so fort, die eben halt die Daten eben halt noch weiterverwerten. Und in diesem Fall würde ich sagen, ganz kurz, würde ich mir da in diesem Fall keine Sorgen machen. Gib mir mal ein Stichwort. Stichwort, ja. Was war das denn? Also, wir hatten Fotoberatung für Facebook, wir hatten Selbsterstellung. Ja, Selbsterstellung und, ja genau. Natürlich, also die Leute lernen immer weiter, sich zum Markt zu tragen und sich am besten als selbst als Eigenmarke zu entwickeln, im schlimmsten Fall. Ja, das ist scheiße. Okay. Sagen wir mal, ich würde nochmal was ganz gerne, da kann man nicht zu sagen, sondern es ist halt Individualisierung, also es gibt einen starken Trend zur Individualisierung innerhalb der Gesellschaft und man muss halt gucken, aber was sind auch die Kräfte, die verbindet. So. Und gleichzeitig wollen wir Selbstentfaltung der Persönlichkeit, das ist gut, und gleichzeitig wollen wir aber auch nicht ein Abziehbild sein oder einfach nur irgendein Äußeres vor uns hertragen, sondern eine ehrliche und eine vielschichtige Entwicklung der Persönlichkeit. Und eine marktkonforme Entwicklung der Persönlichkeit ist für mich eine Verschwimmelung. Und ich glaube, das kann man einfach nur so feststellen. Ich würde sagen, dass die Sache mit der Komplexität, wir müssen immer Komplexität reduzieren. Überall, machen wir die ganze Zeit und sagt, hier macht das auch die ganze Zeit.
die Komplexität wird auch in jeder Redaktion reduziert. Also dort haben wir einfach ausgebildete Journalistinnen, die die Arbeit für uns übernehmen, vorfiltern, was ist relevant oder nicht, und ich bekomme das dann. Also das ist nicht ein ganz neues Phänomen. Und wenn wir die ganzen Informationen und die Informationsflut, die im Internet verfügbar ist, wir werden da einfach erschlagen von. Genauso, wenn wir in zu vielen Mailverteiler sind oder wenn Leute sagen, ich werde von Banalitäten auf Twitter erschlagen, was eigentlich immer nur so ein hypothetisches Bild ist. Aber ich glaube, es ist immer nur sehr plakativ, aber ich glaube, Mail ist viel lähmender im Alltag. Ich glaube, wir müssen lernen, einerseits kritisch. Ohne kritisches Denken läuft nichts, Reflexion, und gleichzeitig zu filtern. Das ist ein grundlegender Pfeiler von Medienkompetenz. Und diese Medienkompetenz sozusagen immer die Quelle mit berücksichtigen, gucken, woher kommt das, sozusagen. Der kleine Journalist oder die Journalistin im Kopf muss einfach mal eine verbreitete Medien, das gehört zu einer verbreiteten Medienkompetenz heutzutage, wenn man im Netz unterwegs ist, man muss alles in Frage stellen. Und das finde ich eigentlich gut, weil das kritische Denken eben halt eigentlich fördert. Natürlich kann man sich in seiner kleinen Welt zurückziehen und nur noch um sich selbst drehen. Den Trend gibt es auch, aber gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeiten, dort auszubrechen. Und ich bin kein Kulturpessimist, ich sehe es halt einfach als Chance, und der man sich stellen muss. Und dafür ist eben halt Ausbildung von Medienkompetenz das Wichtigste. Also ich wollte mir nochmal daran abarbeiten, und zwar wurde gesagt, die Komplexität der Kommunikation würde sinken. Und das stimmt nicht, weil in diesem Jahr wurden so viele... Ja, die Frage wurde gestellt, ob, und ich würde die mal tendenziell verneinen, weil zumindest die Schreibfähigkeiten und die motorischen Fähigkeiten sind selbst bei der Kanzlerin durch die SMS quasi in einem sehr hohen Fertigungsgrad wieder gefragt. Das heißt, die jungen Leute schreiben einfach mehr als früher. Also man kann nicht immer quasi auf die jeweils jungen Nutzer von Techniken einprügeln und sagen, wenn sie jetzt nicht mehr Fernsehen gucken, sondern SMS schreiben, dann ist das auch doof. Also ich erinnere mich, früher sagte man, Fernsehen macht blöde. Bei jungen Menschen sinkt der Fernsehkonsum und sie schreiben mehr SMS. Das ist mir ehrlich gesagt die richtige Entwicklung und lieber. Und das Internet hat, wie gesagt, das Positive und das Negative wie eine Medaille auf der Vorder- und der Rückseite. Weil an Hochschulen werden jetzt auch plötzlich die Hauptseminararbeiten wieder sorgfältiger angefertigt, weil der Kollege Gutenberg und Gutenplug hat eben dazu geführt, dass die wissenschaftlichen Standards quasi die Komplexität und die Tiefe der Arbeit in einem großen Bereich, wo da ein gewisses, sagen wir mal, Kopiistentum auch bei den nachwachsenden Studentinnen und Studenten eingezogen hatte, dass dort durch diese Technik quasi eine Verbesserung gefunden wurde. Also es kommt wie bei jedem Ding an, wie nutze ich es. Und ich würde mal per se einfach mal nicht glauben wollen, dass jede Postkarte, die früher beschriftet war, quasi Hochkultur war und dass jede E-Mail, die heute verschickt wird, einfach nur Blödsinn ist. Also das sind einfach immer unterschiedliche Medien und es kommt auf die Menschen, die quasi kommunizieren, an. Dann gibt es auch noch als Rettung immer das Riebelsche Gesetz, das besagt nämlich, dass jede Form von Medium nicht komplett verschwindet, vielleicht außer Papyrus und in Steinmeißeln, das hat sich vielleicht doch nicht so ganz gehalten, aber sonst heißt es, dass also das Fernsehen die Zeitung nicht verdrängt, dass das Internet das Fernsehen nicht verdrängt, dass alle diese auch nicht das Radio verdrängen, sondern dass es jeweils für das originäre Ursprungsmedium eine Nische gibt. Es gibt auch eine Renaissance, womit man bei Musik werden, für Vinylprodukte, also für Schallplatten. Und das heißt also, es wird alles übernehmen. Jeder kann auch weiterhin Radio hören oder Fernsehen gucken, wenn er das möchte. Jetzt ein spannender Bereich ist allerdings die in der Tat von jungen Nutzern gelernte Tradition, dass man im Internet Dinge kostenfrei bekommt. Das ist einfach aufgrund einer Fehleinschätzung der Konzerne, die diese Informationen bereitstellen. Und die haben sie inzwischen korrigiert und das wird, sagen wir mal, den nachwachsenden, noch jüngeren Generationen nicht mehr passieren. Weil der Springer-Konzern hat Bezahlinhalte eingestellt, die Financial Times Deutschland hat jetzt große Bereiche einfach weggenommen.
etc. Und das hat aber auch einen Hintergrund. Kai Diekmann hat bei der Genossenschaft von der Taz, der Tageszeitung, gesagt, wir wollen eigentlich auch Qualitätsjournalismus. Und sagen wir mal, diese alles kostenlos im Netz, Kultur konnte sich mit den Verdiensten, die Medienhäuser in anderen, also in Printmedien, im Anzeigengeschäft oder sonst wo erwirtschaftet hatten, konnte das quasi querfinanziert werden. Jetzt, wo das Anzeigengeschäft durchs Internet weggebrochen ist, insgesamt die Abonnements, also die Erlöse durch den direkten Verkauf auch sinken, sagen die Häuser plötzlich, wir können aber nicht im Internet ohne Geld Qualitätsjournalismus bereithalten. Und dann sind auch wir als Linke eigentlich gefragt, also wir müssen uns natürlich dafür einsetzen, dass jeder, der etwas schafft, also sei es ein Musiker, sei es ein Grafiker, sei es ein sonst Künstler oder sei es ein Journalist, dass er ebenso wie alle anderen einen Mindestlohn und ein gutes Geld für seine gute Arbeit bekommt. Und dort ist eben der Spannungsbogen. Wie kann man das im Internet generieren? Es gibt da unterschiedliche Nachdenkmodelle, also Tim Renner, der aus der Musikindustrie kommt, der hat gesagt, man soll eine Kulturflatrate einführen. Da wird dann, der kommt, du nix, Sven, da kommt das Nächste. Wenn das dann ernst wird, dann ist das eine Art Zusatz zur GEZ und dann sind plötzlich ganz viele dagegen. Also man hat ja auch immer das Problem, wer möchte denn für etwas bezahlen? Und wir Linke sollten aber da nicht einfach quasi moderner sein wollen als die Piraten und sagen, das muss alles für lau sein, weil uns muss eben der Mensch, der so etwas produziert und der in diesen Industrien arbeitet, genauso wichtig sein wie der Metallarbeiter, der am Fließband von Daimler-Benz steht. Und da müssen wir einfach sagen, die Grafiker oder auch die Internetprogrammierer haben einfach nicht die Lobby, weil sie eben nicht in der Fabrikhalle alle nebeneinander stehen und sich dementsprechend leicht in der Gewerkschaft organisieren können. Und trotzdem brauchen eben freischaffende Künstler eben hier Möglichkeiten, damit es erhalten bleibt. Dann haben wir jetzt nochmal viele Fragen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der letzten Runde so an. Ich habe auch noch eine Frage ganz zum Schluss, aber wer von euch möchte anfangen? Du möchtest diesmal anfangen? Also ihr wollt Holger Klemm kurz nutzen, um ihn für einen Werbeblock zu missbrauchen. Hier ist auch die Zeitung von unserer letzten linken Medienakademie bei unseren Kursangeboten, wo auch der Timo regelmäßig dabei ist. Im Juni gibt es einen zweitägigen Web 2.0-Kurs von ihm in Berlin. Und hier auf dem Titelblatt ist nämlich aus dem Projekt von Holger, dem Zeitungstheater, quasi das Titelblatt. Das zerschnittene Neue Deutschland ist hier quasi der Aufmerksamkeits- der Eyecatcher Neudeutsch, da drüben hat es ein paar, da könnt ihr euch quasi einen Eindruck machen, was die 1200 Menschen, die im März an 4 Tagen hier in Berlin waren, was die gemacht haben, und ihr habt auch die Kontaktadresse, dass ihr da dann vielleicht euch ab und zu informiert. So, ich gehe auf die Toilette. Ja, das konnte ich früher am Telefon sagen und das konnte ich früher auf dem Marktplatz sagen. Also sprich, wer nichts zu sagen hat, braucht auch gar kein Medium. Also immer quasi die niedrigschwelligste und die lächerlichste Kommunikationsakte quasi als ein Beispiel gegen eine moderne Technik heranzuführen, ist, glaube ich, irrelevant. Also in der Geschichte sagte man, der Tonfilm wird sich nicht durchsetzen, weil der ist ja künstlerisch nicht wertvoll. So, inzwischen ist, glaube ich, die Zahl der Stummfilmkinos doch deutlich übersichtlicher geworden. Die Technik-Skepsis kann man auch nochmal innerhalb der Links- und Grünen-Bewegung festmachen. Es gab mal einen Song, der hieß Computer sind doof, das war 1984. Die Gruppe heißt Spliff, ich glaube, die Band kennt kaum noch jemand. Okay. Und nichtsdestotrotz, wir nutzen sie alle. Es kommt immer bei der Technik drauf an, was der oder die, der vor dem Rechner oder der eine SMS verschickt, was der in der Birne hat und was der gedenkt, da damit zu tun. Und deshalb sollten wir uns auch nicht entmutigen lassen. Und ich möchte eins sagen, ich habe einen sehr klugen Aufsatz gelesen, da ging es darum, dass in der Weimarer Republik die Nazis und die Kommunistische Partei und dort eben Willy Münzenberg sich einen Schlagabtausch lieferten, wer ist der Modernere, wer beherrscht die neuen Kommunikationstechniken am besten. Das heißt also, links ist nicht per se, dass wir einfach technisch skeptisch und medienkritisch sein sollen, sondern wir müssen sagen, wir müssen unsere guten Inhalte über jeden Kanal einfach professionell vermitteln, und dafür arbeitet die AG Roter Reporter mit über 770 Mitgliedern
innerhalb der Partei, auch in vielen Ländern. Ich sehe hier gerade den Micha aus Brandenburg direkt vor mir. Und das ist eine wichtige Aufgabe und eben die Linke Medienakademie ist hier politisch bildend und eben auch weiterbildend, dass wir eben einfach da die Defizite, die wir haben, auflösen können. Und es kann ja nicht angehen, dass einfach nur die Neoliberalen quasi neue Techniken besser nutzen als wir, sondern wir müssen uns einfach befähigen und wir müssen auch da ein Stück Hegemonie wiedergewinnen und wir müssen auch die Angst vor Facebook verlieren. Facebook ist der Marktplatz und ich bin seit 1990 Mitglied der Partei, die inzwischen Die Linke heißt. Und 1994 im Wahlkampf war das überhaupt nicht witzig, in Karlsruhe auf dem Marktplatz zu stehen, weil da kam nämlich Kanzler Kohl und dem wurde mitgeteilt, dass dort die böse PDS sei. Und bei Kohl waren irgendwie 10.000 Leute und also gefühlt 1.000 waren anschließend und haben uns an unserem Stand beschimpft und bespuckt. Also sprich, den Marktplatz und wie der oder von welchen Menschen der besucht wird, den können wir uns nirgends aussuchen, sondern es gilt, damit bin ich wieder beim Eingangspunkt, ich kann mit Twitter aufmerksam machen, was für eine Pressemitteilung ich publiziert habe. Ich kann mit Twitter aufmerksam machen, zu welcher Demo ich gehe und bitten, Mensch, Leute, kommt auch dorthin. Ich kann dieses neue Medium, genauso wie eine SMS, genauso wie ein Telefonanruf, genauso wie eine Postkarte, missbrauchen oder ich kann es in unserem Sinne für linke Thesen und Themen einfach gebrauchen. Und das Letztere ist, glaube ich, das, was wir tun sollen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen und ich möchte aber auch nochmal betonen, dass die neuen Medien natürlich kein Ersatz sind zu den klassischen Medien. Deswegen müssen wir trotzdem noch Flugblätter schreiben, deswegen müssen wir unsere Infostände machen und deswegen ist halt auch das Gespräch im Stadtteil genauso wichtig. Das ist nicht jetzt das eine ersetzt nicht das andere, das ist die falsche Denke. Und wir müssen eben halt gucken, wir müssen das Medium eben halt zielgenau einsetzen. Wir müssen uns überlegen, mit wem wollen wir kommunizieren. Erstmal gibt es verschiedenste Kommunikationskulturen. Die verschiedenen Altersgruppen haben unterschiedliche, Kommunikationskulturen. Die verschiedenen Klassen oder Schichten oder Subkulturen haben unterschiedliche Kommunikationskulturen. Und wir müssen uns überlegen, was ist der Zweck der Kommunikation? Es gibt einerseits die Binnenkommunikation, das heißt, dass wir die Leute mobilisieren, die eh schon unserer Meinung sind, oder innerhalb der Partei oder mit den Sympathisierenden oder Gewerkschaften. Und gleichzeitig ist es eben halt aber auch so, wir müssen auch intervenieren, das heißt, wir müssen in die Gesellschaft reingehen, uns nicht zurückziehen. Und hierfür ist eben halt, kommen wir an den modernen anderen Kommunikationskanälen einfach nicht vorbei. Dann bringt es nichts, sich kulturpessimistisch zurückzuziehen, sondern damit andererseits würden wir sonst den Status quo zementieren oder noch Schlimmeres. Und das würde ich sagen, wir müssen uns überlegen, wann wir welche Kommunikationsform einsetzen, mit wem wir reden und dann das Geeignete aussuchen. Und nochmal, soll ich jetzt mal ein paar Fragen beantworten? Ja? Okay, ich gehe mal so aus ein paar Sachen mal ein. Green IT ist ein großes Thema, bedeutet letztendlich Strom sparen, Kosteneffizienz. Das ist ein großes Thema. Da sind Herausforderungen, also sagen wir mal, ich bin. Zahlen, weil ich versuche. Also Zahlen. Ich glaube, jede Google-Anfrage, da kann so eine normale Glühbirne so und so, also ich weiß nicht, Stunde oder irgendwie dann mit, oder noch länger glaube ich sogar, irgendwie so leuchten. Also ich habe keine genauen Zahlen, ich weiß, dass es. Prozent. Ja. Insgesamt schon? Okay. Also ich weiß, dass es eben halt die Serverparks riesige Strommengen gebrauchen und das sind halt auch die großen, sagen wir Google, Facebook und so weiter und so fort, eigene Kraftwerke oder also so, dass sie halt das planen. Und dort muss man eben halt auch Druck auf ausüben, sozusagen, dass das eben halt nachhaltig geschieht. Das andere ist, dass man eben halt auch, ja, wie gesagt, einfach Sachen einspart und Sachen, die wir jetzt sozusagen als normal empfinden, dass wir das auch wertschätzen. Also, das ist halt, man denkt, es kostet nichts, aber das denken wir uns bei ganz vielen Aspekten. Und wenn man sich denn die versteckten Kosten real
zu Gemüte führt, wenn man irgendwelche Billigprodukte kauft, dass da irgendwelche Leute für gearbeitet und geschwitzt haben oder so und so viele Umweltgifte produziert wurden und so. Das ist halt, ich glaube, so eine gewisse Art von Achtsamkeit, also dass man vernünftig aufmerksam damit umgeht, und das finde ich wichtig. Und nochmal zu Open Source. Open Source, würde ich sagen, ist auch ein bisschen das Lebenselixier letztendlich und auch ein wichtiges Innovationsfeld der letztendlich des Internets oder der allgemeinen Softwarebewegung ist. Es gibt ja, und da muss man nochmal sozusagen unterscheiden zwischen Open Source und der Bewegung für freie Software. Es gibt unterschiedliche Lizenzen und es sind unterschiedliche Verwertungsmodelle auch. Und Kooperation wird innerhalb dieser Bewegung sehr wertgeschätzt und Kommunikation ist das Elixier, ohne dem läuft dort nichts. Und die Leute geben eben halt auch freiwillig teilweise ihre Arbeit, und da werden eben halt auch diese Aspekte eben halt angeschnitten. Was ist jetzt sozusagen, wie habe ich mein Auskommen und was ist meine Grundversorgung? Weil viele Menschen geben eben halt viel Arbeitszeit auch in ihrer Freizeit rein. Und das kommt eben halt der Allgemeinheit in Form eines Gemeinguts, eines verbesserten Produkts, was immer Stück für Stück weiter wächst, sozusagen allen zugute. Und wie sieht so die Wertschätzung aus? Und ich finde, als Linke an sich ist es ein total wichtiger Aspekt, wie sieht eine Grundversorgung, eine materielle Grundsicherung der Menschen aus? Und solange diese Fragen nicht geklärt sind, ist es natürlich auch schwierig, einfach nur Partizipation einzufordern und alles umsonst sozusagen zu nehmen. Aber ich meine, wenn die Leute es freiwillig geben, das ist auch wie ein Geschenk an die Gemeinschaft und an die Gesellschaft allgemein, und das sollte man einfach wertschätzen. Und es ist ja wirklich, also ein Teil für eine freie und solidarische Gesellschaft sind da auch wichtige Kooperationsmodelle, die dort entwickelt werden. Ja, das ist ein zentraler Punkt. Also, wie gesagt, ich bin bei Verdi und vertrete eher einen traditionelleren Ansatz. Also, man hat bemerkt beim Internet, dass einfach viele junge Leute gesagt haben: Oh ja, toll, wir machen jetzt eine Alternative zu Microsoft, und das können sie 1, 2, 3 Jahre machen. Neben ihrem Studium können sie sich eine Nacht hinsetzen, etwas programmieren. Irgendwann stellen sie fest, dass, wie Timo sagt, dass es eine Finanzierung bedarf. Und da hat man einfach die Lücke. Also quasi freie Software ist nicht per se einfach frei, weil man muss sich wirklich überlegen, auch wer erzeugt dieses. Also oftmals sind es ja auch Konzerne, die einfach wollen, dass du eine andere Applikation kaufst oder die dir einen Computer eigentlich verkaufen wollen. Also man muss, um das nochmal aufzumachen, bei Marx bleiben, also man sollte allem misstrauen und hinterfragend beistehen. Ich wurde noch gebeten, was zu linksaktiv.de zu sagen. Und da sieht man, sagen wir mal, ein Kommunikationsmix muss immer auf der Höhe der Zeit sein und muss klug sein. Also sprich, der Marktplatz ist schlicht und einfach Facebook. Und wenn ich nun quasi von meinem Marktplatz in meine Gaststätte locken möchte, und das ist in dem Fall linksaktiv.de, also sprich, wenn ich quasi vom Marktplatz irgendwo anders hingehen soll, dann müsste ich dort natürlich auch etwas anbieten, was ich nicht auf dem Marktplatz feil biete. Das heißt also, jeder, der so eine Community für die Linke macht, sollte sich überlegen, was ist der Mehrwert, warum soll ich dorthin gehen? Und ich glaube, 3000 Leute sind bei linksaktiv registriert. Ich habe zurzeit 3400 Freunde bei Facebook. Also ich gebe dann doch lieber eine Nachricht über Facebook weiter, weil das von der Reichweite sogar größer ist als das gesamte mächtige linksaktiv.de. Das heißt also, dort braucht man eine Version 2.0. Man muss sich überlegen, was ist der Zusatznutzen, warum soll jemand quasi von Facebook dorthin gehen? Und dann muss sie auch wirklich aggressiv auf Facebook immer verlinken und sagen, schaut, auf linksaktiv ist das und das an tollen Sachen zu finden. Und dann kommen wir zu dem, ich habe bei einer Tageszeitung gelernt und arbeite dort. Es ist einfach so, auch wenn ich quasi eine Botschaft mit einem Knopfdruck verschicken muss, muss ich mir vorher mal Gedanken machen, ich muss recherchieren, ich muss das aufbereiten. Also sprich, wie bei einer Tageszeitung hat auch das Internet einfach Redaktionsschluss und Ideenfindungsphasen. Und wenn ich mich da nicht in eine gewisse Disziplin einfinde, dann habe ich einfach nichts, was quasi in meinen Inhalten auffindbar ist. Und dann sagen gerade die jungen Leute, ich war zweimal auf der Seite von der Linken Tübingen und da passiert nichts. Und dann ist man weg. Das heißt also, bevor man irgendeinen YouTube-Kanal macht oder eine neue Internetseite, muss man sich genau überlegen,
wie können wir das verlässlich abdecken? Also dann ist es auch noch fairer zu sagen, ich mache einmal im Monat quasi die Nachricht des Tages, die kommt jeden Montag dann am Monatsanfang um 18 Uhr. Also es ist wirklich wichtig, dass die Leute einen finden und nicht enttäuscht werden. Wenn mir noch ein Gedanke erlaubt ist, weil Holger hatte gefragt, Obama und diesen ganzen Hype, und Obama war im Netz die super, ich glaube, er hat 3 Millionen Freunde gehabt in seinem Wahlkampf, also es war irre, was da abgelaufen ist in diesem Online-Wahlkampf. Und da muss man sich einfach nur die Frage stellen, wo waren die Leute anderthalb, 2 Jahre später, als er seine Gesundheitsreform umsetzen wollte? Die waren alle weg. So, da muss man natürlich dann die Frage stellen, was ist da passiert? Also eher der Hype und wie ist da... Also wie hat er auch die Leute gepflegt? Und das ist natürlich die Frage, wie auch Partei sich strukturiert. Also ist man eine Mitgliederpartei, die mitgliederorientiert ist, auch zwischen den Wahlkämpfen, oder ist man halt eine Wahlpartei, weil man nur im Wahlkampf alles mobilisiert und dann lässt man sie wieder gehen. Also das ist, glaube ich, die spannende Frage bei Obama. Wo waren die 2 Jahre später? Genau. Wir sind jetzt schon ein bisschen drüber hinweg über das Datum, über die Zeit. Deswegen eigentlich jetzt nur noch mal zum Ende hin die Frage, es gibt so unzählige Netzprojekte, also unzählige Sachen, wo Linke sich irgendwie tummeln, wir haben auch schon Sachen genannt. Vielleicht kannst du noch beschreiben, Timo, was waren vielleicht so erfolgreiche Projekte oder sind es vielleicht auch? Also was war wirklich so, wo du gemerkt hast, das ist es irgendwie und was hat sich da auch erfolgreich gemacht? Das wäre vielleicht nochmal die Frage. Ich meine, es ist immer eine Frage, was man jetzt als Erfolg sieht. Also ich finde, schon erfolgreiche, also sagen wir mal, auf kommerziellen Plattformen läuft eben halt in einem gewissen Milieu, was ich für schwierig halte, kann man trotzdem erfolgreiche politische Kampagnen führen, wenn man das richtig macht, unter Vorbehalt. Und ich finde halt, man muss immer zweigleisig fahren. Es gibt keinen einfachen Weg und man muss einerseits autonomere Strukturen, dezentrale Strukturen, die eben halt von den Leuten kontrolliert werden oder von den politischen Organisationen quasi, kontrolliert werden und nicht von den Konzernen. Das ist, diese Kommunikationsschiene müssen wir aufbauen, das ist total wichtig und gleichzeitig muss man zu den Leuten hingehen. Und es sind auch erfolgreiche, es gibt erfolgreiche linke Softwareprojekte, wie zum Beispiel ziemlich bekannt ist Blogsport, das ist eine linke Blog-Community, die auf WordPress basiert, das ist eine populäre Blogging-Software ist zum Beispiel ein Beispiel für ein wirklich gutes linkes Projekt, wo ganz viele Bewegungen, Kampagnen ihre Seiten haben und wo auch wirklich eine Infrastruktur da ist, die eben halt wirklich politische Bewegungen voranbringt, mit einem klaren Fokus. Wichtig ist, dass man einen klaren Fokus hat und sich nicht verfusselt. Und es gibt also ganz viele Open-Source-Projekte, werden halt auch von Linken oder von anderen emanzipatorisch-politischen Leuten die betrieben und die machen das bewusst. Und das ist eben halt auch viel Infrastruktur, die von der Bewegung, also die für die Bewegung selbst wichtig ist. Wikis sind wichtig und viele andere Infrastruktur. Und ich kann jetzt nicht so den großen nächsten Hype sagen, weil, oder ich kann vielleicht ein paar Sachen sagen, die interessant sind, aber das Interessante ist, das muss man sich merken eigentlich, politisch wirkmächtig werden sozusagen diese Softwareprogramme erst, wenn sie technisch langweilig sind. Also wir brauchen, also damit wirklich, wenn es politisch Durchschlagungskraft haben soll, dann sind jetzt gerade zum Beispiel die Social Networks total wichtig, weil sie eine riesige Verbreitung haben. Technologisch gesehen sind sie heutzutage eigentlich fast langweilig oder nicht das Neueste vom Neuesten. Aber dort befindet sich eben halt die Masse und deswegen ist eben halt auch total wichtig heutzutage immer noch E-Mail zum Beispiel. Das ist ein unwahrscheinlich wertvolles, gutes Werkzeug. Und deswegen muss nicht immer höher, weiter, schneller, sondern man muss in die Breite gehen, man muss Medienkompetenz fördern und die Sachen kompetent nutzen. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, auch eigene Strukturen weiter aufzubauen und auf offene Standards zu setzen. Das würde ich sagen, ist für mich jetzt der neue Megatrend oder was wirklich ein Ziel ist, sind dezentrale Social Networks, quasi sowas wie Facebook, bloß in offen. Und das ist sozusagen, dass es dann so funktioniert wie E-Mail, dass ich und dass die Leute ihre Daten selbst kontrollieren können. Das ist halt wichtig. Also Datenschutz halte ich für gerade für linke Menschen, die sich in
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen befinden, von Repression bedroht sind und so weiter und so fort, sollte man nie das Thema Datenschutz vergessen. Und deswegen ist es wichtig, sich eigene Strukturen aufzubauen und trotzdem in den anderen Sachen aktiv und strategisch zu intervenieren. Vielleicht noch an dich, als quasi auch nochmal BAG-Sprecher und auch als Lima-Verantwortlicher, die Partei Die Linke, was könnten oder was sollten die nächsten konkreten Schritte sein, für um die bessere, auch hegemonialere, ja, Nutzung von hegemonialeren Geschichten? Ja, Einheit in der Vielfalt war schon ein Spruch bei den Grünen. Also sagen wir mal, unsere schlechte Medienperformance hängt ja damit zusammen, dass wir einfach unsere schlechten Nachrichten selber machen. Also ich habe jetzt wieder in NRW gelesen irgendwie, dort gibt es eine Fraktion, die prügelt sich, das wird dann gemeldet. Also sprich, wir sollten uns einfach darauf besinnen, dass nicht der Streit für uns attraktiv ist. Wir haben übermorgen in Bremen eine Wahl, die waren schon mal bei 11-12% und jetzt können sie froh sein, wenn sie 6 oder 7% kriegen. Also sprich, Streit hilft niemand. Medienkompetenz zeigt sich auch dadurch, dass man einfach gute Nachrichten liefert und dass man vielleicht in der Tat sich überlegt, ob man alles quasi öffentlich im Schlagabtausch aufführt. Und dann, was ich vorhin schon sagte, wir müssen einfach Disziplin benutzen. Also ich sage bei meinen Seminaren immer gerne, Öffentlichkeit ist der Wirkungsraum und Arbeit im Wort Öffentlichkeitsarbeit ist leider ernst gemeint. So, und da müssen wir einfach diszipliniert rangehen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen auf bestimmten Diskussionen in Facebook oder auf Freitag quasi mitbloggen, dann muss sich da jemand eben morgens vor seinem Schichtdienst eine Stunde hinsetzen und kluge Gedanken einstellen. Und das ist Arbeit und erfordert Disziplin, dass man das halt jeden Tag oder jeden zweiten zumindest macht. Und es gibt kein Wunder oder Allheilmittel. Also es gibt nicht irgendwie den Zaubertrank, in den wir wie Obelix fallen könnten und anschließend sind wir die super Öffentlichkeitsarbeiter und die linke Idee wird quasi sofort über Nacht überall ergreifen, ja. Jetzt hast du mich desillusioniert, ich habe jetzt auf die Zahl 42 gewartet bei irgendwas. Spaß beiseite, wir möchten euch danken, dass ihr da wart und sehr, sehr viele wertvolle und gute Impulse von uns gegeben habt.